Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ja, wir gehen zu Johanka. Wir gehen zu Johanka, sagen ihr, nö. Wir haben die Spenden vollbracht und so weiter und... ja, bezahlt. Hilfe. Die Questreihe mit ihr ist echt länger als gedacht, muss ich sagen. Deutlich länger als gedacht, aber es ist okay. Und sie hat sich prostituiert, das wissen wir jetzt mittlerweile auch, dass sie sich als... Hure elendig verkauft hat. Sie hat sich als Hure elendig verkauft. Sie hat gesündigt. Nee, sie hat es ja für die Kranken getan. Deswegen ist es schon okay. Und ich denke mal, sie hat was so für ihn übrig. Auch wenn das ein widerlicher Sack ist. Er ist wirklich widerlich, der Mann. So, Johanka. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Heinrich! Heinrich! Was den Bürger aus Colleen betrifft. Ja, ich höre. Es ist gut gelaufen. Ich habe seinen Schatz gefunden und ihn zum Wohle der Stadt Sasau gespendet, wie Pavel es wollte. Gibt es irgendetwas, das du nicht schaffst? Großartig, Heinrich. Hab Dank. Diese Störenfriede. Waren sie noch mal hier? Gott sei Dank nicht. Sie sind wie vom Erdboden verschluckt, aber etwas anderes ist geschehen. Natürlich. Oh. Was denn? Die heilige Jungfrau erschien mir wieder. Oh, und zwar mit einer neuen Botschaft. Die Leute müssen davon erfahren, und zwar sogleich. Allerdings solltest du nicht alleine gehen. Ich begleite dich. Hab Dank. Vielleicht sollten wir die Stadt meiden und das Wort der Jungfrau außerhalb verkünden. Nahe den Sasauer Wäldern ist eine Wiese, ist nicht weit. Gehen wir dorthin. Eine kluge Wahl. Nun gut. Gehen wir morgen bei Tagesanbruch. Wenn du möchtest, kannst du dich hier aufs Ohr legen. Ein Bett findet sich. Oder du kommst morgen. Aber nicht zu spät. Ich bin herumgehetzt, als säße mir der Teufel im Nacken. Eine Mütze Schlaf kann nicht schaden. Lass den Teufel aus dem Spiel. Ich mache ein Bett für dich bereit und hole dir etwas zu essen. Das klingt gut. Möge Gott mit dir. Ja, lass mir den Tag verstreichen. 14 Stunden. Du ruhst dich bei Johanka aus. Bei Johanka. Ha, und immerhin generiert unsere Stadt einen Haufen Geld über die Zeit. Ich will gar nicht wissen, wie viel da schon drin ist. Und wir haben 22.000. Wir müssen in Privislavitz auf jeden Fall noch die Kirche jetzt demnächst bauen. Den Pfarrer dorthin bitten, definitiv. Und die Schmiede ausbauen zur Rüstungsschmiede. Müssen den Rüstungstypen dahin bauen und so weiter und so fort. Da wird noch einiges kommen. In Wirklichkeit, warum es so langsam geht. Tageslicht wird geladen. Sequenz wird eingespeichert. Johanka weckt dich langsam auf. Und dann load, 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 load. Begleite Johanka zu ihrem Predigen auf die... Hast du gut geschlafen, Heinrich? Nein, es regnet. Wie ein Stein. So gut habe ich ewig nicht geschlafen. Da siehst du mal, wie gut wir uns hier um die Leute kümmern. Gehen wir. Sonst wird es zu spät. Wohl an, ich folge dir. Oh, Gott sei Dank laufen wir gemeinsam. Ich dachte schon, wir müssen wieder 10 Minuten durch die Stadt latschen. Bin mal gespannt. Ich glaube, es wird irgendwas passieren. Und sie zeigte mir eine Prozession feiner Leute, die Schwerter in ihren Halftern und gar prunkvolle Gewänder trugen, mit Kronen auf ihren Häuptern. Doch dann erschienen Dämonen. Einige der Männer zogen ihr Schwert, um sie zu bekämpfen. Aber andere Männer begannen, die Dämonen zu umarmen. Wo war das Recht? Wo die Ordnung? Jeder war sich nur noch selbst der Nächste. Die armen Leute konnten dies nicht länger ertragen. Sie brachen mit ihren verderbten Meistern und suchten Zuflucht bei den Prinzen der Gerechten. Dann schritt die heilige Jungfrau dem Bösen entgegen. Mit dem ersten Schritt verbrannte sie ihre Gewänder. Mit dem zweiten zerbrachen ihre Schwerter.
Mit dem dritten schmolzen ihre Kronen direkt über ihren Köpfen. Und dann... Vorsicht! Es gibt Ärger! Lauft! Heinrich, bitte kein Blut vergießen. Wir verprügeln sie einfach so. Was habe ich denen gesagt? Was habe ich denen gesagt, hä? Das geht ganz schnell, glaub mir. Verprügelt euch allesamt! Ach, was haben wir denn für Fäuste gegeben? Pop, 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 pop. Gut getan. Zack, 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 zack. War gut. Geh zurück zu Johanka. Wo ist die überhaupt? Hey, die läuft einfach nach Hause, während ich mich für sie prügel. Pebbles. Ah, es war gut. Meine Faust hat mal wieder ein bisschen Bewegung gebraucht. Wie sie halt alle wegrennen, gell? Okay, wir nehmen ein bisschen Vorsprung, dass wir sie anhalten können. Ja, ungeschickter Tölpel. Ja. Johanka, hi. Johanka, du konntest denn kommen? Ja. Sie sind uns nicht einmal gefolgt. Sie wollten wohl nur auf dich losgehen. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Mir geht's gut. Den anderen auch. Wir sind hartnäckig. Gottlob. Ich bin froh, dass du dabei warst. Mit so etwas hätte ich nie gerechnet. Mich hat es auch kalt erwischt. Sei auf der Hut, Johanka. Die ganze Sache gefällt mir nicht. Ist gut. Lass dich nicht von den Leuten einschüchtern. Du kämpfst für die Wahrheit. Die heilige Jungfrau hat dich auserwählt. Hab Dank. Zuspruch brauchte ich jetzt. Wir sind viel zu nett. Ich darf nicht aufgeben. Matthias, dir und auch allen anderen zuliebe. So ist's recht. Die Botschaft der heiligen Jungfrau muss gehört werden. Wenn wir schon beim Thema sind, wie fandest du denn meine Predigt? Die war beeindruckend. Die Leute lauschten wie gebannt. Und was du sagtest, war... Interessant. Interessant. Die Gelehrten in Prag sollten das alles hören. Das würde sicher für Gesprächsstoff sorgen. Niemals, Heinrich. Es fällt mir schon schwer, vor ein paar Dörflern zu sprechen. Heinrich, über eine Sache müssten wir noch reden. Es kam wieder ein Sünder, dem ich helfen soll. Nimmst du dich der Sache an? Ah. Sicher. Ich helfe dir. Ein sündhaftes Leben. Erfolg. Dieses Mal geht es um dich. Um mich? Jeder sündigt. Und du bist da keine Ausnahme. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber die Sache gefällt mir nicht. Niemand ist frei von Sünde. Und deswegen müssen wir alle Buße tun. Ich habe auch viel Gutes getan. Ich weiß, Heinrich. Ich verurteile dich nicht. Ich will nur, dass du deine Sünden wahrnimmst und Buße tust. Welche Sünden meinst du denn? Horche selbst in dich hinein und höre auf dein Gewissen. Und noch etwas. Du hast das Weib deines Nächsten begehrt. Oh. Sie hat mich verführt. Mich trifft keine Schuld. Die Burgherrin von Thalmberg trug mir mitunter auf, Wein und ein Pferd zu beschaffen. Oh, ich stimmt. Nichts dafür. Ich wusste nicht, was sie vorhatte. Mit dem Hemd und... allem anderen. Hat sie dich etwa gezwungen? Naja, nicht direkt. Aber wenn mir die Herren von Thalmberg etwas schenkt, kann ich schlecht Nein sagen. Oh, na schön. Aber vergiss nicht, dass letztendlich du für deine Taten einstehen musst. Na, ich werd's mir merken. Hast du nie jemanden getötet, Heinrich?
Wicht. Ich habe ihn gehasst. Wegen Scarlets, wegen des Schwerts, wegen allem. Nie zuvor hatte ich solche Rachegelüste. Und jetzt bereue ich es. Ich verlor die Kontrolle und der Hass obsiegte. Ich hätte ihn dem Henker überlassen sollen. Du gabst dein Bestes zum Schutze anderer. Du bist mutig, Heinrich. Aber zu töten? Der Herr vergib es dir. Und hast du abgesehen von Wicht gemordet? Du hast mir von diesem Mörder erzählt. Da hattest du wohl keine andere Wahl. Aber sonst? Ich musste mich oder andere verteidigen. Der arme Heinrich. Es ging nicht anders. Wenn das wahr ist, wird Gott dir vielleicht vergeben. Und mir kam zu Ohren, dass du manchmal lange Finger bekommst. Scheiße. Man sagt, du würdest alles stehlen, was nicht nied- und nagelfest ist. Was? Niemals. Es war nur gerecht. Es stimmt und ich schäme mich dafür. Es stimmt. Ich war nicht immer ein guter Christ. Und ich schäme mich dafür. Bitte vergib mir. Nicht mich solltest du um Vergebung bitten, sondern die Opfer und den Herrgott. Ja. Das werde ich. Und wie ich hörte, bist du schon öfter im Kerker gelandet. Was? Ein Wunder, dass du gerade hier bist und nicht am Pranger stehst. Nun ja. Ich war noch nie im Kerker, willst du fasten? So etwas sollte rechtschaffenen Menschen nicht passieren. Was wohl die Leute denken? Ja. Ich war dort auf geheimer Mission. Ah, dann hast du ganze Arbeit geleistet. Denn jeder in der Provinz denkt etwas anderes. Außerdem heißt es, du hättest mit Dirnen Unzucht getrieben. Och. Schämen solltest du dich. Dirnen doch nicht. Das sind Badehausmädchen. Ich gehe dort nur hin, um mich zu waschen. Von Schuld kannst du dich dort nicht reinwaschen. Heinrich, einen Menschen zu töten ist kein geringes Vergehen. Und du hast noch mehr auf dem Kerbholz. Tu das alles nicht einfach ab. Lass dir die Last von deiner Seele nehmen, indem du Buße tust. Oh Mann, weiß sie das alles, was wir alles getan haben? Ich fühl's gerade wie ein Flashback und ich habe an die alles die Erinnerung. Wie? Was genau soll ich denn tun? Du solltest zur Buße eine Wallfahrt unternehmen. Unterwegs hast du viel Zeit, über deine Sünden nachzudenken. Geh nach Uschitze. Dort steht eine Marienkirche. Zieh dir ein Büßerhemd an und geh als Zeichen der Demut barfuß dorthin. Kann ich nicht reiten? Natürlich nicht. Du sollst Buße tun, nicht denken. Das muss es sein. Und wird mir dann wirklich vergeben? Wenn du aufrichtig und demütig all deine Sünden bereust, wird die heilige Jungfrau barmherzig sein. Was, wenn ich die Last meiner Sünden nicht tragen kann? Du trägst sie doch schon lange. Ja, aber ich habe nie darüber nachgedacht. Bis jetzt. Bete für Linderung, wenn du denkst, dass dich die Last erdrückt. Wenn du am Wegesrand ein Kreuz oder einen Bildstock siehst und innehältst, wird es dir leichter fallen, weiterzugehen. Gott hilft dir, die Last deiner Sünden zu tragen, wenn du sie aufrichtig in deinen Gebeten bereust. Bereue an jedem heiligen Ort jede deiner Sünden. Dann ist dir die Absolution gewiss. Hab Dank, Johanka. Mich meinen Sünden zu stellen, ist jetzt wahrscheinlich das Einzige, was ich tun kann. Wenn du in Uschitze bist, bete zur heiligen Jungfrau, auf dass sie beim Herrgott Fürbitte leistet. Und wenn du fertig bist, spende der Kirche etwas Geld. Oh, wie viel? Gib der Kirche 600 Groschen. Das reicht. Du solltest keine Zeit mehr verlieren. Wir sehen uns in einer Woche. Och, come on. Ist das jetzt euer Ernst? Wir müssen die Büßerwahlfahrt machen. Ein Büßer aufreisen. Das wird eine Katastrophe. Begib dich auf die Büßerwahlfahrt. Tu Buße an Heiligen Stadt für die Betätigung und Heilige Jungfrau. Ich soll da laufen, gell? Ich soll das laufen. Und was genau muss ich jetzt machen? Ich muss es barfuß tun, in einem Büßergewand? Wo kriege ich das überhaupt her? Ich muss erstmal die Quest durchlesen. Johanka sagt das nur, blablabla, unversehentlich mit Büßerwahlfahrt nach Russland, wo
ich die heilige Jungfamilie beten und den Herrgott für begib dich auf die Büßerwallfahrt, ob du Buße an heiligen Städten für deine Sünden. Wo fängt die denn an? Das wird eine Katastrophe und das am besten barfuß. Oder halt zu Fuß. Können wir dahin schnell reisen? Ja, komm. Und ich soll das nackt tun, oder was? Die hätte mir wenigstens ein Hemd geben können. Wir gehen jetzt einfach mal dahin und gucken, ob das klappt. Wird schon gehen. Mit 600 Groschen an die Kirche. Wenn das wenigstens die Questreihe ein Ende setzt, dann werde ich für all meine Büßen Sünde tun. Oh Gott, wir haben schon viel Kacke gebaut so über die Zeit. Wir sind ein Sünder. Wir sind ein Sünder. Dich kennen wir ja noch. Ich bete. Wie soll ich anfangen? Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bete für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Sehr gut, Heinrich. So, auf geht's zum nächsten. Wird schon werden. Oh Mann. Und wir sollen das alles zu Fuß tun. Deswegen machen wir das jetzt auch. Einfach nur der Richtigkeit halber. Da können wir ein bisschen die Landschaft genießen. Vielleicht ein paar Pflanzen aufgabeln. Wir werden sehen. Ich glaube sogar über die Zeit. Wir tun das alles jetzt barfuß. Ketten. Das geht so. Oh Gott, ich bin überladen. Vergiss es, war eine blöde Idee. Hier ein Büßergewand. Machen das so lange, dass wir nicht überladen sind. Wir machen es sogar im Büßergewand. Nice. Herr Jesus Christus, bitte vergib mir, denn ich habe gestohlen. Ich bin erfüllt von Scham und werde es nie wieder tun. Fortan werde ich ein redliches Leben führen. Amen. Das ist gelogen, Heinrich. Das ist gelogen, das wissen wir beide. Wir werden wieder stehlen. Wir werden stehlen und stehlen und stehlen und stehlen. Das Büßergewand. Hoffentlich zählt es auch, wenn wir das erste in Rüstung gemacht haben. Wir haben es ja jetzt wenigstens an. Ich hoffe, das geht auch so. Ich hoffe es wirklich inständig. Sind wir noch richtig? Wir hätten nicht durch den Wald dürfen. Müssen hier gleich links rab. Ich tue Buße, geh weg. Ja, wie sie da natürlich schon wieder lauern. Das war irgendwie so klar. Oh Gott. Ja.
Da sind welche, die ignorieren wir jetzt einfach mal. Wir sind auf unserem Bußeweg. Da dürfen wir niemanden verprügeln oder umbringen. Das wäre ein bisschen komisch. Hi. Wo ist denn überhaupt das nächste? Oh Mann, das wird nervig. Ob das wirklich was ausmacht, dass wir da zu Fuß hinlaufen und nicht reiten? Ich mach's jetzt einfach mal. Na Hund, immerhin hast du heute großen Auslauf. Also immerhin einer, der einen Vorteil daraus ziehen kann. Hat er eigentlich immer. Herr, erbarme dich meiner und vergib mir. Denn ich brach dein Gesetz, das da lautet, du sollst nicht töten. Bitte, hilf mir dabei, meinen Frieden zu finden. Amen. Wir sind so wundervoll. Ich hätte es nie gedacht, jetzt mal ernsthaft, ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann in einem Spiel sitze oder ein Spiel spiele und darüber nachdenke, welche Sünden ich in diesem Spiel begangen habe und dafür Buße tun werde. Also das ist so, sind so Dinge, die ich wirklich nie erwartet habe, dass ich sie irgendwann mal tun werde. Tue Buße, Heinrich, tue Buße. Ich habe mich nicht dazu gezwungen, das war Heinrichs freie Entscheidung, das alles zu tun. Ob man das Spiel ohne Sünde durchspielen könnte? So ohne eine einzige Sünde, sondern wirklich... Das ist fast unmöglich, weil du tötest die Leute ja. Schwierig. Vielleicht mit dem Knüppel nur bewusstlos schlagen, statt mit dem Schwert? Naja, das erinnert mich ein bisschen, na egal. Doch, es erinnert mich, ich sag das euch, das erinnert mich ein bisschen an Splinter Cell. Ich weiß nicht, ob ihr das alte Game noch kennt. Wo du, da gab es auch immer einen extra Auftrag, du darfst nicht töten. Du musst das ohne zu töten und sowas. Ich habe sowas gehasst. Also wenn ich Kingdom Come durchspielen müsste, ohne jemanden zu töten, das ist schon, das ist so, wäre glaube ich gar nicht meins. Ich bin nicht so einer, der da, weiß nicht, sich die Mühe geben kann, jeden am Leben zu lassen. Wenn es halt nicht anders geht, dann geht's nicht anders. Die würden das gleiche mit mir tun, die lassen mich auch nicht am Leben. Das ist unfair. Naja, so ist es eben. Ich finde, Reinrich sollte für seinen Diebstahl und... Oh Gott, wir haben schon echt viel geklaut, gell? Wir hätten es aber auch sein lassen können, theoretisch. Das war ja alles nur so... Ja, wobei, es gab schon viel Geld. Los mit dir. Eda, guter Mann. Hi. Wir sind uns schon begegnet, oder? Das sind wir. Und du hast mich im Kampf bezwungen. Ich verlange Genugtuung. Warum sollte ich mit dir kämpfen? Ad honorem, Freund. Für die Ehre. Für den Nervenkitzel. Unter diesem Gesichtspunkt? Also, kreuzen wir die Klingen? Warum nicht? Ausgezeichnet. Ich sehe, du hast Schneid. So legen wir los. Moment. Kann ich mein Zeug noch anlegen? Moment, was hatten wir mal an? Ich glaube das. Nee. Das hatten wir auf jeden Fall mal an. Das hatten wir mal an. Die da. Die da. Von mir aus auch die da. Die Hose. Den Ring. Das nicht. Wir haben kein T-Shirt mehr an. Wir sortieren mal kurz nach Wert.
Oh Gott, was hatten wir da an? Das da? Ich glaube, ja. Moment, darf ich mal eine Waffe noch anziehen? Hallo? Blut wird fließen. Ist es sündigen? Warum hatten wir eigentlich so lange kein Schild mehr an? Dobre Della. Wer ist das überhaupt? Fotze! Hey, ich dachte, das ist ein Ehrenkampf, nicht, dass du mich hier anbrüllst. Na schön. Du hast uns noch kein Damage gemacht. Ich würde mich mal anstrengen. Das ist doch bestimmt mit Absicht gemacht hier. Hallo, seien wir mal ehrlich. Ich gebe mich geschlagen. Du hast ehrenvoll gewonnen. Danke. Ach, das war's schon, mehr nicht. Gut, ich will hier nämlich in Ruhe Buße tun, wenn ich bitten darf. Hallo. Satteltasche. Satteltasche. In Deutsch Satteltasche. So, wir ziehen unsere Sachen nochmal aus. Hoffentlich sind wir nicht überladen. Doch, sind wir. Können wir wenigstens was wegmachen, was ungebraucht ist? Wir ziehen das wieder an. Machen das, solange in die Satteltasche kommen. Das Schild. Wir beten. Herr, bitte vergib mir, denn ich habe mit Dirnen Unzucht getrieben. Heilige Maria, verhilf mir zu mehr Redlichkeit. Amen. Amen. So, wohin geht's weiter? Nächster Ort ist, wir sind ja bald Gott sei Dank da. Eigentlich nur in die Stadt hier und dann, oh Gott, das ist noch so ein, das war noch ein Stück. Oh Mann, Heinrich, was hast du da wieder aufgebürgt? Und die Folge, die ist schon wieder so lang, aber ich will das euch nicht in die nächste Folge reindrücken, das ist ein bisschen schlimm. Was sollen wir denn machen? Wir sprinten jetzt dahin. Vielleicht können wir eine Abkürzung nehmen. Ich finde, das Büßergewand sollte wenigstens Dings geben. Ein Laufbonus, Geschwindigkeitsbonus, wie der Wind oder sowas. Ich spüre die Buße schon. Mann, wir dürfen das nie wieder machen. Dass sie echt solche Quests einbauen, hätte ich nie gedacht. Ich meine, ich könnte zwar schon dahin reiten, aber ich habe... Vielleicht gibt es ja was extra, wenn ich das tue. Die Hoffnung habe ich. Wir sind schon in Talenberg, also so weit ist es nicht mehr. Das ist ja schon mal was. Oder? Ja. Wir müssen da nach links.
Hi, Priester, hi, alles klar, hä? Pater Godwin. Herr Carpon. Gott segne dich. Was betrübt dich? Wie geht's dir? Ich bin verärgert. Wäre gut gewesen, euch schneller hier zu haben. Wäre Istvan bloß in dieser verschissenen Burg geblieben. Ich erinnere mich noch an mein erstes Mal. Aber damals warst du ein junger Schmiedegeselle. Ich hingegen bin edlen Geblüts und im Kampf ausgebildet. Und selbst ich... Nun, ich werde nicht so tun, als hätte ich keine Angst gehabt. So ist es eben. Man kann einfach nichts dagegen tun. Aber Meister Faefer überlebt vielleicht nicht. Wäre ich schneller gewesen oder er zumindest gelaufen, aber ich... Die Hauptsache ist, nächstes Mal wird es leichter. Man gewöhnt sich an den Schrecken. Das hoffe ich. Sonst wird mir von deinen Belehrungen noch schlecht. Mach's gut. Ihr habt ja gesagt, es gibt bei dem noch eine Questreihe. Ich hoffe es. Ich finde ihn so witzig. Ich bin so witzig und so eine Questreihe mit ihm wäre schon echt. Wäre cool. So, der Bußeweg. Das wird im Prinzip eine Doppelfolge. Ich hoffe, ja, das ist halt jetzt so. Ist halt so. Ich bin heute nett. Ich renne ja nur, ich laufe ja nur durch die Gegend den ganzen Tag. Also ist das schon okay. Ganz schön heruntergekommen. Ich sollte jemandem Bescheid sagen. Später. Herr, beschere uns Frieden, damit der Bildstock in neuem Glanze erstrahlen kann. Und Scarlets vielleicht auch. Amen. Amen. So. Nächste haben wir gleich hier drüben. Hallo Kühe. Okay, der nächste ist hier drüben. Ja. Ich würde gern beten. Nein. Hä? Ah. Wir müssen weiter wegstehen. Okay. Vergib mir, Herr, denn ich beging Missetaten und verhielt mich nicht immer redlich. Ich gelobe hiermit Besserung. Amen. Okay, weiter geht's. Ich glaube, 3 Stück sind es noch. Haben wir eigentlich irgendeinen Trank, der uns schneller mehr Ausdauer gibt? Ich glaube, das war's, oder? Der deine Ausdauer für 10 Minuten um 50% erhöht. Komm, wir trinken den. Und vergib mir meine Sünde mit Herrin Stephanie. Amen. Ja, das war schon so eine Sache, gell, mit Herrin Stephanie. Wir haben einfach die Frau vom Divish, ne? Ah, wenn der das wüsste, der würde uns hängen lassen. Das war die größte Sünde überhaupt. Der würde uns sowas und hängen lassen. Ja, das wäre Krieg. Das wäre Kriegsausbruch. Definitiv. Ich sollte für meine Eltern beten. Heilige Maria, Mutter Gottes, bete für meine Eltern. Sie Bitte. Haben nie Böses getan. Leiste Fürbitte, auf dass sie Frieden finden in Gott. Amen. Guten Tag. Eins gibt's noch und das ist wahrscheinlich in Uschitze, oder? Ja. Das kriegen wir hin. Nur noch das eine und dann haben wir's durch. Wuhu! Ah, der lange Pilgerweg. Jetzt haben wir schon viel zu spät. Ich wollte gar nicht so lange aufnehmen, aber irgendwie Heute hatte ich irgendwie Bock. Heute hatte ich richtig Bock. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich dachte eigentlich, wir werden... Ich habe vor ungefähr 50 Folgen eigentlich gesagt, ja,
Habe ich halt auch schon so mit meiner Freundin geredet. Ja, ich denke, das ist jetzt schon, kommt langsam zu Ende. Sie guckt ja auch jede Folge so an. Also alles, was ich aufnehme, wie sie ihr gefällt ist. Und sie guckt jede Folge am Abend an. Ich gucke dann immer teils mit. Ich will ja zu gucken, okay, wie höre ich mich an? Wie mache ich das so? Kann ich mich ein bisschen verbessern? Ja, und die feiert das total. Und es ist irgendwie komisch, so seine eigenen Folgen immer zu sehen. Das ist so, aber man gewöhnt sich dran. Aber auf jeden Fall, wo ich stehen geblieben war, ah ja, genau. Dann habe ich zu ihr gesagt, ja, vor 2 Monaten, 3 Monaten. Ja, ich denke, ich habe so das Gefühl, es kommt langsam das Ende. So schon bei Vranik, wo wir die Burg sind. Jetzt sind wir kurz davor. Ich glaube, da kommt nimmer viel, gell? Und jetzt sind wir, glaube ich, schon Folge 140 oder so. Und ich wollte eigentlich schon längst das nächste Let's Play aufsetzen. Ich wollte es eigentlich am Release-Tag spielen. Das kam jetzt erst vor kurzem raus. Das muss halt jetzt extrem, ich will jetzt nicht spoilern, deswegen. Ich will nicht sagen, was ich als nächstes Let's Play. Es wird vom Genre her nicht das gleiche Zeitalter, aber wird auch so RPG-mäßig sein. Da kommt auf jeden Fall als nächstes noch was und oh, wir sind schon da. Herr Jesus Christus. Ich trank mehr und öfter, als es gut ist. Erlöse mich von meiner Zügellosigkeit. Amen. Amen. Tue Buße an den heiligen Städten für deine Sünden. Haben wir getan. Ich will nicht spoilern, was als nächstes kommt. Ihr könnt euch ja überraschen lassen. Ich weiß auch nicht, ob das jedermanns Sache ist, aber ist halt so. Mit Kingdom Come habe ich, glaube ich, ein bisschen Schwarze getroffen. Ich bin froh, dass es auf jeden Fall die, wo dabei sind, dass ihr zuschaut. Und ich wäre natürlich mega froh, wenn ich noch längere Zeit eure Kommentare lesen dürfte. Alles, was man für eine gute Suppe braucht. So, wir gehen jetzt noch in die Kirche rein. Wir sündigen. Tun Buße, meine ich. Sündigen tun wir sowieso schon immer. Beten. Sag gut. Das wäre geschafft. Ave Maria, Gratia Plena, weiter weiß ich nicht auf Latein. Aber bestimmt versteht sie meine Sprache auch. Heilige Jungfrau Maria, Königin des Himmels, gütige Mutter, gerechte Jungfrau, ja, gütig und barmherzig. Blicke auf mich hernieder und erhöre mich. Ich will Buße tun für meine Sünden. Und Reue zeigen. Heilige Mutter Gottes, gar schreckliche Dinge habe ich getan. Ich bereue meine Sünden, aber auch andere sündigten. Ich bereue meine Sünden, aber ich hatte es nicht leicht. Ich sündigte schwer, denn ich tötete Wicht. Er war ein Halunke und Mörder, und ich war zweifellos im Recht. Und doch war es eine Sünde, wenngleich er es verdiente. Aber zu urteilen und zu strafen obliegt nicht mir. Ich beging diese Sünde voller Zorn und sie lastet schwer auf mir. Ich will Buße tun, auf dass du mir vergibst. Und ich tötete andere. Heilige Maria, voll der Gnade. Oft war es rechtens oder meine Pflicht, doch manchmal überkam mich einfach die Wut und dann... Vergib mir. Ich beging auch noch andere Sünden. Ich habe gelogen, gestohlen und mich wie ein Schuft verhalten. Ich bereue meine Taten und verspreche, all das nicht wieder zu tun. Als Wiedergutmachung lasse ich der Kirche eine Spende zukommen. Und ich habe Unzucht getrieben. Es beschämt mich sehr. Fortan werde ich rechtschaffener sein, versprochen. Nun, ja, ich habe gesündigt. Aber ich bin kein schlechter Mensch. Ich weiß, ich habe dich enttäuscht. Bitte gib mir die Gelegenheit, es wieder gut zu machen. Vater unser im Himmel, vergib mir. Demütig zeige ich Reue. Vergib mir, wie Jesus am Kreuz seinen Peinigern vergab. Für den Seelenfrieden von Mutter und Vater beten, für Frieden im Lande beten, für das Land, den König und Herr Ratzig beten. Das ist alles, was ich...
Ich bete für den Frieden im Lande. Erbarme dich unser und wache über die ehemaligen Bewohner von Scarlets und beschere der gebeutelten Provinz Frieden. Die Menschen hier haben all das Leid nicht verdient. Bitte mach den Schrecken ein Ende. Amen. Du betest für die Vergebung deiner Sünden. Schön. Du hast gelernt, Pilgerfahrt. Spende der Urschützekirche Geld. Wo mache ich das? Oh, das war's gar nicht. Lass mich raten. Ja, war mir schon klar. So, ich würde sagen, das machen wir dann beim nächsten Mal. Wir ziehen jetzt mal unser Zeug wieder an. Nein, nicht dich. So, wir sind wieder vollgerüstet, die Waffen noch. Zack und zack und zack. So. Dann würde ich sagen, wir spenden dem wundervollen Typen, unserem wundervollen Pater noch, ne? Nächste Folge 600 Groschen. Wird schon gut gehen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Kingdom Come Deliverance. Und dann denke ich auch, haben wir die Questreihe für dich. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Einschalten bei dieser ultralangen Folge. Und wir sehen uns in der nächsten Folge ganz normal wieder. Mit leckeren, knackigen Kohl.